Guten Tag, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in deutscher Sprache hier in Northport. Aus dem Römerbrief, 1. Kapitel, 16. Vers, da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Unser erstes Lied, unser Eingangslied am heutigen Nachmittag ist Lied Nummer 140, Lass mich dein sein und bleiben. Wir möchten doch gerne aufstehen für unser erstes Lied. Wir dürfen uns wieder hinsetzen. Also dieses Lied, das ja auch sehr bekannt ist, Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr, von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Liebe Gemeinde, unser Votum zur Eröffnung ist gedruckt auf der Hinterseite unseres Bulletins, ein Jesus-Gedicht bei Toni Jung, geschrieben 2013, Jesus, der Heiland der Welt. Für seine Brüder stieg er hernieder, tauschte die Freuden mit harten Leiden. Jesus, der Heiland der Welt. Uns zu erlösen vom Zwang des Bösen, uns zu erwerben, kam er zu sterben, Jesus, der Heiland der Welt. Lasst uns anbeten, still vor ihn treten, dankend uns beugen, laut ihn bezeugen, Jesus, den Heiland der Welt. Liebe Gemeinde, wir werden für den Rest unseres Gottesdienstes sitzen bleiben, aber jetzt werden wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar an diesem Nachmittag, dass wir in unserer Sprache, in der deutschen Muttersprache, das Wort Gottes hören dürfen, dass wir die Bibel in Deutsch lesen, die Lieder in Deutsch singen und dass wir uns auch nach dem Gottesdienst in unserer Muttersprache miteinander unterhalten dürfen. Wir danken dir, dass du unsere Sprache sprichst, dass wir dich verstehen können, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, die Dinge in der Bibel zu verstehen, bitten wir dich doch, dass du an diesem Nachmittag uns hilfst, dass du alles Störende aus unseren Gedanken jetzt doch bitte wegnimmst, dass wir uns ganz auf dein Wort konzentrieren können und es dann auch verstehen, es anwenden und nach deinen Worten wandeln. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast als den Heiland der Welt, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren würden, sondern ewiges Leben haben und finden. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Unsere erste Lesung ist aus dem Lukas-Evangelium, dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und wie immer ist das die revidierte 1985 übersetzte Elberfelder Übersetzung der Bibel, der Lutherbibel. Und Frau Ingrid Massaro wird das dann vorlesen. Guten Tag, alle meine Freunde. Ich hoffe, dass ein guter Tag für Sie ist und die Sonne scheint wieder.
So, jetzt lesen wir von Lukas 5, 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an den See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren an ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten an dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen, und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das ist das Ende der Lesung. Herzlichen Dank, Frau Ingrid Massaro. Und jetzt haben wir ein Solostück am Klavier, Dr. Charles Wolff. Thank you.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Charles Wolf für das Solo am Klavier. Er ist der Organist hier in unserer Gemeinde. Liebe Gemeinde, ich werde noch einmal jetzt aus dem Neuen Testament einen Lehrtext vorlesen, aus dem Johannes 3, die Verse 1 bis 21, mit dem Titel Gespräch mit Nikodemus. Das können wir dann im Bulletin mitverfolgen. Also Johannes 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hat das Licht und kommt nicht zu dem Licht, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Soweit, liebe Gemeinde, unser biblischer Text an diesem Samstagnachmittag. Wir werden uns einige Bibelstellen am heutigen Nachmittag hier heute anschauen, und die werde ich dann auch nennen, wo sie geschrieben sind. Wir werden vom Alten bis zum Neuen Testament gehen. Unser Thema heute Nachmittag ist Wahrheit und Heil. Wir haben es ja schon mehrmals heute gehört in den verschiedenen Lesungen, dass Jesus uns Heil gebracht hat. Heil für unseren Körper, dass wir Heilung erfahren können. Unser Gott ist ein Gott, der auch heute noch Wunder tut. Heil für unsere Seelen, für unsere Herzen. Wenn Luther hinter den Erklärungen im Katechismus immer wieder schreibt, das ist gewisslich wahr, dann würde die hebräische Bibel dahinter das Wort Amen setzen, was aus dem Hauptwort Amuna stammt, und es bedeutet Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Treue.
Im Griechischen heißt es Aletheia, weil ja das Neue Testament im Koine-Griechischen geschrieben wurde. Und das war das alltägliche Griechisch, das jeder verstehen konnte. Im alltäglichen Leben, wenn man dieses Griechische sprach, dann konnte jeder sich damit identifizieren oder es verstehen oder auf diese Weise in Kommunikation sein. Es ist übersetzt als Unverborgenheit und meint, den wahren Kern einer Sache entdeckt zu haben oder zu verstehen. Das ist ja wichtig, wenn wir etwas verstanden haben, dann ist es eine Entdeckung. Es ist nicht mehr verborgen, sondern es ist klar. Wir können es verstehen. Im Deutschen lässt das Wort wahr noch auf das Lateinische zurückgehen, was ja verus ist, erkennen, echt, treu, sicher, zuverlässig. Und all diese Worte, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, das ist unser Gott. Ja? Er ist echt, er ist treu, in ihm haben wir Sicherheit und in ihm haben wir Zuverlässigkeit. Na, im Alten Testament bedeutet es etwas ganz und gar Verlässliches, das Heil Gottes, die Wahrheit, die von Gott her stammt. Hier handelt es sich um das Wesen Gottes. So ist er eben. Das finden wir ja auch in unseren menschlichen Beziehungen. Wir sehen jemanden und wir sagen, oh, der ist stark oder sie ist freundlich oder gütig oder großzügig. Also da sind dann verschiedene Worte, die wir benutzen, um den anderen zu beschreiben. Im 111. Psalm in den Versen 7 bis 8 lesen wir, was der Schreiber des Psalmes hier über Gott sagt. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote, fest gegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Das gefällt mir ganz besonders am Ende hier, dass alle die Worte Gottes in Wahrheit und Geradheit ausgeführt werden. Wir brauchen das in unserer Gesellschaft immer mehr, wo wir uns auf etwas verlassen können, wo wir unser Leben auf ein Fundament bauen dürfen, das immer besteht, das sich niemals verändern wird. Das müssen wir uns doch mal vorstellen. Unsere Großgroßeltern, die haben das gleiche Evangelium gehört, wie wir heute Nachmittag hier hören dürfen. Und unsere Enkelkinder und Großenkelkinder, die werden auch noch das gleiche Evangelium hören. Es wird sich niemals verändern. Es wird immer das Gleiche bleiben. In dem Psalm, im 33. Psalm, im 4. Vers, da heißt es, denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Unsere Worte sind nicht immer richtig, sie sind nicht immer aufbauend, aber hier lesen wir, dass Gottes Wort immer richtig ist. Gott ist Recht. Niemand kann über Gott sagen, dass er ein Lügner ist. Das sagt ja auch die Bibel. Gott kann nicht als Lügner erfunden oder gefunden werden. Er spricht immer die Wahrheit. Manchmal verstehen wir seine Wahrheit nicht, aber das macht im Endeffekt keinen Unterschied, weil er eben doch die Wahrheit ist. Wir möchten uns gerne auf jemanden verlassen können. Wir leben in einer Gesellschaft und auch in unserem eigenen Leben haben wir das schon oft erfahren, dass so vieles nicht zuverlässig ist. So vieles um uns herum, in uns auch, verändert sich. Manchmal hören wir die Nachrichten mit einem geteilten Herzen und passen genau auf, weil wir wissen möchten, können wir uns darauf verlassen, was wir hören oder was wir sehen. Wenn wir die Bibel lesen, liebe Gemeinde, dürfen wir uns auf eine Grundwahrheit stellen und auf eine Grundwahrheit verlassen, dass Jesus seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wenn etwas verloren ist, dann ist in unserem Herzen ein Gefühl der Panik. Ich erinnere mich noch, als unser Sohn sehr klein war, da waren wir in einem Kaufhaus in Ohio, meine Frau und ich, und plötzlich war unser Sohn verschwunden. Wir konnten ihn nicht finden. Da
Da gab es Regale und da waren Kleider überall und da hat er sich dann verloren. Wir konnten ihn nicht finden. Meine Frau hat dann gleich eine der Verkäuferinnen um Hilfe gebeten und in 2 Minuten oder so haben wir dann unseren kleinen Sohn wiedergefunden. Aber diese 2 Minuten waren sehr lange 2 Minuten. Wenn etwas verloren ist, dann ist das schade. Wenn etwas verloren ist, dann ist in unserem Herzen Panik. Haben wir ein panisches Gefühl. Und wie schön ist es, dass wir wissen dürfen, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, wir nicht verloren sind, sondern wir gefunden wurden bei dem Hirten, der uns so unendlich liebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Im Buch der Sprüche im Alten Testament, im 12. Kapitel, im 19. Vers, da heißt es, die wahrhaftige Lippe besteht für immer, aber nur einen Augenblick lang die lügnerische Zunge. Was sagt uns das? Es sagt uns, wir sollen nicht lügen. Und manchmal lügen wir nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir eben die Wahrheit nicht ganz genau kennen. Wir kennen nicht das ganze Bild, nur ein bisschen von dem Bild, nur eine Teilwahrheit. Und dann im Endeffekt, wenn wir es weiter verbreiten, wird es eine Lüge sein. Und was sagt dann nochmal Sprüche? Die wahrhaftige Lippe besteht für immer, aber nur einen Augenblick lang die lügnerische Zunge. Treue, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit soll unser Wesen prägen. Wenn Leute über uns sprechen, sollen sie sagen, diese Frau, dieser Mann ist treu. Auf den kann man sich verlassen. Aufrichtig sind sie. Das soll unser Wesen prägen. Andernfalls, liebe Gemeinde, wird das Leben und das Miteinander zur Heuchelei. Und Heuchelei ist etwas, was Gott richten muss. Gott erduldet die Lüge nicht, aber freut sich über die Wahrheit. Im Neuen Testament, also jetzt gehen wir vom Alten ins Neue Testament, wird das Wort Wahrheit im erweiterten Sinn gebraucht. Jesus beginnt sein Wort oftmals, und das haben wir auch heute Nachmittag schon gesehen, als er sich mit dem Nikodemus unterhalten hat, haben wir es mehrmals gelesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das heißt, Jesus sagt, was ich dir jetzt sagen werde, darauf kannst du dich verlassen. Darauf kann man sich verlassen. Tragfähig, was Jesus sagt. Wenn wir über eine große Brücke fahren, die Sunshine oder Skyway Bridge, über die Brücke fahren, dann wollen wir doch wissen, dass diese Brücke tragfähig ist. Also ich sehe mir diese Brücke an und sage, ja, die ist okay. Aber jedes Mal, wenn ich ganz oben bin, da bete ich dann. Herr, ich möchte, dass diese Brücke tragfähig ist. Warum beten wir? Ich sage Ihnen ganz genau, warum wir darüber beten oder beten sollten. Weil sie doch durch Menschenhand gemacht ist. Nichts in dieser Welt ist perfekt. Nur unser Heiland, Jesus Christus. Er ist zuverlässig, tragfähig, verbindlich. Verbindlich, was er sagt. Wenn Gott etwas zusagt, wird es geschehen. Wir als Gemeinde Jesu Christi leben ja in der Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt, ja? Hat er doch gesagt. Ich komme wieder. Das ist zuverlässig, verbindlich und sollte unser Leben und unseren Lebenswandel prägen. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel im 14. Vers, da lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Gemeinde, was heißt das eigentlich, das Wort wurde Fleisch? Als ich ein neuer Christ war, habe ich das gar nicht verstanden. Das Wort wurde Fleisch. Was heißt das eigentlich? Ich sage Ihnen, was das heißt. Das heißt, dass Jesus Christus ja schon immer war. Für uns wurde er Fleisch, als er in diese Welt geboren wurde.
Da konnten die ihn auf einmal sehen. Eine moderne englische Übersetzung übersetzt diesen gleichen Vers mit diesen Worten: Jesus ist in unsere Nachbarschaft gezogen. Das bedeutet das, dass wir ihn jetzt sehen dürfen, dass wir ihn jetzt erfahren dürfen. Na, Jesus ist jetzt wieder in den Himmel zurückgegangen und wir wissen, was an Pfingsten geschehen ist. Letzten Monat haben wir in der Gemeinde hier und auch in Clearwater Pfingsten gefeiert. Pfingsten ist die Geburt der Kirche. Pfingsten ist, wo der Heilige Geist in die Herzen der Jünger ausgegossen wird, sodass wir auch jetzt Jesus mit uns haben. Jesus hat uns alles gegeben. Er ist in diese Welt gekommen und gibt uns alles immer wieder. Wir lesen das doch auch in der Schrift, dass der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Was heißt das denn? Das heißt, dass heute Morgen hatten wir ein Frühstück, vielleicht hatten wir auch ein leichtes Mittagessen. Nachher werden wir Kaffee und Kuchen haben und heute Abend vielleicht ein leichtes Abendessen haben. Aber wir müssen immer wieder essen, um unseren körperlichen Hunger zu stillen. Wenn die Bibel sagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, dann heißt das, dass in unserer Seele ein Hunger herrscht, den nur das Wort Gottes stillen kann. Nur durch das Wort Gottes dürfen wir Erneuerung im Herzen erfahren, neue Hoffnung schöpfen. Gott spricht uns wieder Mut zu, wenn es uns gar nicht so gut geht. Vielleicht könnte ich einige von Ihnen heute Nachmittag hier fragen, wie geht es Ihnen denn? Und wenn Sie ganz ehrlich sein wollen, dann sagen Sie wahrscheinlich, also es geht, aber vielleicht nicht so gut wie letzte Woche. Oder heute geht es mir sehr gut. Oder mir geht es gar nicht gut. Mit Gott dürfen wir ganz ehrlich sein. Vor Gott dürfen wir unsere Seele, unser Herz ausschütten und ihm alles erzählen. Mit all unseren Freunden, auch mit unseren besten Freunden, können wir das nicht immer machen. Da haben wir manchmal Angst, dass die uns vielleicht nicht verstehen oder missverstehen. Aber nicht so mit Gott. Er versteht uns ganz und gar. Im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel, da heißt es im 20. Vers, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also lasst mich das doch mal ganz einfach übersetzen. Das heißt, dass Gott Ja zu ihnen sagt. Gott schaut sie an und mit ganzem Herzen sagt er Ja zu ihnen. Das ist nicht immer so mit Menschen. Menschen sagen manchmal Ja zu uns, eine Woche, und in der nächsten Woche sagen sie Nein. Mit Gott verändert sich das nie. Er sagt Ja, ein ganzes Ja zu uns in seinem Sohn Jesus Christus. Ist das nicht, was wir gelesen haben, was er dem Nikodemus gesagt hat? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir müssen von Neuem geboren werden. Was heißt das denn? Nikodemus hat das ja gar nicht verstanden. Und er hat gleich nachgefragt. Das ist sehr schlau. Er war ein Gelehrter, er wusste die Schriften, er kannte die Schriften sehr gut, aber das hat er nicht verstanden. Und Jesus konfrontiert ihn ja dann auch und sagt, also wie kommt das, dass du der Lehrer Israels bist und du verstehst nicht, was ich sage? Er sagt, von Neuem geboren werden. Da fragt er dann den Jesus, wie kann ein alter Mensch in den Mutterleib zurückgehen? Und Jesus sagt, du hast das nicht verstanden. Von Neuem geboren werden bedeutet, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben. Dass Jesus nicht eine Religion, sondern dass wir mit Jesus ein lebendiges Verhältnis haben. Dass wir zu Jesus sagen, du bist mein Heiland. Nicht der Heiland meines Vaters, meiner Mutter, meiner Großeltern, sondern mein Heiland. Und das haben wir dann auch so schön in dem Lukas-Evangelium gesehen, die Frau Massaro vorgelesen hat, wo der Petrus vor dem Herrn Jesus niederfällt und sagt, es ist mir jetzt klar, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche einen Heiland. Er hat keine Entschuldigung mehr. Wie heißt es doch im Vater unser? Vergib uns unsere Sünden,
wie auch wir vergeben denen, die gegen uns gesündigt haben. So steht es im Originaltext. Jesus hat ein Gespräch mit der Frau am Brunnen, der Samariterin. Jeder stolze Jude wäre niemals durch Samaria gegangen. Aber bevor Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, hat er die Jünger damit beauftragt, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Und er fängt an und sagt, geht nach Samaria. Nicht dahin, darum herum, sondern da, wo niemand hingehen würde, dahin schicke ich euch. Und da sagt Jesus zu dieser Samariterin, die 5 Ehemänner gehabt hat. Und mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist nicht ihr Ehemann. Und Jesus weiß das genau. Die Frau hat das dem Jesus nicht erzählt. Und als die in Unterhaltung sind, da sagt dann Jesus zu der Samariterin, geh und hol deinen Mann. Und sie sagt dann, ich habe keinen Mann. Und er sagt, recht hast du gesprochen, weil du hattest 5 Männer und mit dem du jetzt bist, ist nicht dein Mann. Jesus unterhält sich mit einer Frau, mit denen sich die Jünger nicht unterhalten, die Jünger hätten sich nicht mit ihr unterhalten. Aber Jesus findet uns, wo wir sind. Er hilft uns, wie wir sind. Mit Jesus ist Gottes klares Licht in diese Welt gekommen. Und die Frau dann später geht in ihr Dorf zurück, lädt die anderen aus dem Dorf ein und sagt, kommt mit mir und seht den Mann, der mir alles über mich gesagt hat. Seht, ob er nicht vielleicht der Messias ist. Sie wusste in ihrem Herzen, dass da etwas mit Jesus los war, dass Jesus etwas hatte, das auf den Messias hindeutet. Sie hat es nicht ganz verstanden, aber das Licht hat in ihrem Herzen angefangen zu wirken. So sieht das aus, wenn man vor Gott und sich selbst offenbar wird, überführt wird. Wenn man sich der Wahrheit Gottes stellt, wie auch der Petrus das gemacht hat. Ja? Er hat sich der Wahrheit Gottes gestellt. Er hat gesagt, ich werde Gott walten lassen und hat gesagt, dass er Gott nötig hat in seinem Leben. Wir müssen das auch sagen. Nicht nur, wenn wir in einer Krisensituation sind, sondern jeden Tag dürfen wir es Gott sagen, ich brauche dich. Ohne dich geht gar nichts. Jesus ist in diese Welt gekommen als Licht der Welt, heißt es im Johannesevangelium. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Liebe Gemeinde, ist das nicht ein wunderbares Gefühl, wenn man im Licht leben darf? Wenn man nichts zu verbergen hat? Wenn man ein reines Gewissen hat? Und was hat Jesus gesagt? Das Licht ist in diese Welt gekommen, aber die Menschen haben die Dunkelheit mehr geliebt als das Licht. Wo geschieht das Arge? Wo planen die Kriminellen ihre Werke? Im Dunkeln. In der Dunkelheit muss es verborgen bleiben. Im Lichte Gottes leben und durch das Licht Gottes geleitet werden, ist eine wunderbare Sache. Wenn wir uns von Gott reinigen lassen, leben in der Liebe durch Wort und Tat, überwinden in ihm, Halt und Wahrheit finden. Das ist ja eine uralte Frage, die auch der Pilatus gefragt hat, kurz vor der Kreuzigung Jesu Christi, da hat er gesagt, was ist Wahrheit? Ja? Und Jesus hat die Antwort gegeben. Die Wahrheit ist eine Person. Nicht etwas, sondern jemand. Das ist ja so schön in unserer Sprache, ja?
dass wir das so ausdrücken dürfen. Die Wahrheit ist nicht etwas, zu sagen, ach ja, das ist die Wahrheit hier oder das ist das Wahrheit. Der materielle Mensch glaubt ja nur, was er anfassen kann. Aber Glauben brauchen wir, um Jesus zu sehen. Wir haben jetzt eine neue Serie in unserem Sonntagsgottesdienst, wo wir uns ganz, also wörtlich oder Satz um Satz, mit dem Vater Unser beschäftigen. Und da haben wir jetzt zwei Sonntage darüber geredet oder uns befasst, wie es im Himmel aussehen wird. Was gibt's im Himmel und was gibt's nicht? Also im Himmel brauchen wir keinen Glauben mehr, weil dann werden wir alles sehen. Alles, was wir jetzt im Glauben hier durch die Augen des Glaubens erfassen, werden wir eines Tages mit unseren eigenen Augen sehen. Also nicht etwas, sondern jemand. Im Alten Testament lesen wir irgendwo, ich glaube, dass das Salomo geschrieben hat, dass er gesagt hat, so vieles in meinem Leben ist ein Rätsel. Ja, ein großes Rätsel. Keine Antworten. Ich weiß nicht, warum es so geschehen ist. Ich weiß nicht, warum es Gott zugelassen hat. Ein Rätsel. Und dann sagt dann der Salomo, aber vieles, was in meinem Leben ein Rätsel war, da bin ich ins Haus Gottes gegangen und auf einmal habe ich es verstanden. Gott hat sein Licht darauf gescheint und mir geholfen, um es besser zu verstehen. Keine Frage, da gibt es viele Dinge in unserem Leben hier, die wir nicht, wo wir keine Antwort darauf finden werden, bis wir im Himmel sind. Aber dann werden wir diese Antwort bekommen. Der Niedergang der großen deutschen Philosophie zeigt klar, was Wahrheit außerhalb der biblischen Glaubens immer wieder geschehen wird oder mit der Wahrheit geschehen wird. Wahrheit außerhalb des biblischen Glaubens wird immer wieder zerbrechen. Da gibt es keinen Halt, es wird überholt, es wird alt werden. So ist das doch auch heute. Wir sagen, das ist ganz neu. Und 5 Minuten später ist es schon alt. Aber nicht mit der Wahrheit Gottes. In der deutschen Sprache haben wir ja einen Satz, der das ja sehr interessant nahebringen kann. Die Lüge macht sich breit. Die Lüge macht sich breit. Was heißt das denn? Das heißt, dass wenn man eine Lüge hat, dann muss man immer mehr lügen, um die erste Lüge zuzudecken. Damit die erste Lüge nicht an die Wahrheit gelangt oder dass die Leute das nicht herausfinden. Ohne Scham wird dann gelogen in der Werbung, am Telefon zum Beispiel. Da kann man ja sehr gut lügen, weil der andere ja nicht unser Gesicht sieht. Ja? Da kann man sehr, sehr einfach lügen. Da sagt man dann etwas, was nicht der Wahrheit entspricht, aber man fühlt sich sicher, weil der andere unser Gesicht nicht sehen kann. Wenn mich jemand um die Wahrheit fragt und ich eine Lüge sage, dann werde ich in Verlegenheit sein. Dann wird das schwieriger sein. Aber Gott weiß ja, wenn wir lügen oder wenn wir die Wahrheit sagen. Das Problem mit der Lüge ist, dass man jedes Mal, wenn man lügt, sich mehr von Gott entfernt. Warum? Weil Jesus Christus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Also wie kann ich Gott nahe sein, wenn ich lüge, wenn er die Wahrheit ist? Lüge und Wahrheit gehen nicht zusammen. Das passt nicht. Das haben wir dann auch in unserem englischen Gottesdienst gesagt, wenn wir über Himmel sprechen, dann müssen wir über Gott sprechen, weil Gott und Himmel zusammengehören. Wahrheit und Lüge gehören nicht zusammen. Wahrheit und Jesus und Gott gehören zusammen. Und wenn da Lüge sich breit macht, dann ist das immer im Verlust an der Wahrheit und unsere Gesellschaft, unsere Freundschaften, unser Verhältnis mit Gott leidet darunter. Ich muss Ihnen sagen, als ich zum ersten Mal Jesus vorgestellt wurde, sozusagen. Als ich das erste Mal erfuhr in meinem Leben, dass Jesus wirklich für meine Sünden an das Kreuz gegangen ist, nicht für meinen Nachbarn oder für meine Eltern, sondern für uns persönlich, da habe ich gleich gewusst im,
im Inneren meines Herzens, dass ich jetzt angekommen bin. Dass ich jetzt eine Heimat gefunden habe. Vielleicht sind ja einige unter uns hier, oder wahrscheinlich die meisten hier, sind ja nicht hier in diesem Land geboren. Ich bin im ehemaligen Jugoslawien geboren. Als ich 3 Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gezogen, bin dort aufgewachsen. Dann ist dann der Krieg nach meinem Theologiestudium, dann bin ich nach Ungarn gegangen, habe dort Theologie studiert. Und dann ist dann der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien ausgebrochen und dann bin ich nach Amerika gekommen. So, in meinem Leben habe ich in 4 verschiedenen Ländern gelebt. Und ich kann Ihnen schon sagen, dass manchmal habe ich mich heimatlos gefühlt. Da war ich nirgendwo echt zu Hause. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber ist das nicht schön, dass wir in Jesus ankommen können? Dass wir in ihm geborgen sind, wo immer wir auch gehen. In ihm haben wir eine echte Heimat. Auch wenn uns alles weggenommen wird. Vielleicht sind einige unter Ihnen hier, die alles verloren haben. Vielleicht in einem Krieg oder durch andere Umstände, das weiß ich nicht. Aber in Jesus haben wir eine echte Heimat, ein echtes Vermögen, das nicht vom Rost oder von Zeit verschlungen wird. Im 1. Samuel-Buch, im 2. Kapitel, den Versen 6 bis 8, lesen wir, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Der Herr erhebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen. Um ihn unter die Edlen zu setzen und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Was heißt das eigentlich? Also für mich bedeutet dieser Bibelvers, liebe Gemeinde, dass auch die schlimmsten Erfahrungen in unserem Leben, Gott kann es zu Gutem wenden. Gott lehrt uns Aufgaben oder es wie in der großen Schule des Lebens. Von Gott können wir auch in unseren schwierigsten Situationen Dinge lernen, die man nie aus einem Buch lernen kann. Die niemand uns erklären kann, nur der lebendige Gott. Und das geschah auch mit dem Petrus. Da lesen wir, wie Frau Massaro vorgelesen hat, wir haben nur noch ein paar Bibelstellen hier, zwei mehr, und dann sind wir dann beenden wir dann die Predigt heute Nachmittag. Da heißt es in Lukas 5, als aber Simon Petrus es sah, also die ganze Nacht haben die versucht, Fische zu fangen, haben gar nichts gefangen. Jesus kommt auf die Szene und sagt, ich möchte, dass du das Boot wieder hinausfährst und die Netze herauslässt. Und da fangen die dann so viele Fische, dass wenn Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus wusste das ja schon. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, und das gefällt mir ja so, und das spricht er auch zu uns heute, fürchte dich nicht. Das sind die besten Worte, die wir hören dürfen, wenn wir Angst haben. Fürchte dich nicht. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann habe ich Grund, meine Angst loszulassen. Weil Jesus Christus größer ist als alle Angst. Und er sagte dann, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Also das müssen wir uns mal vorstellen. Die verließen alles. Alles, was sie vorher kannten, verließen sie für wen? Für Jesus. Er sagte, folge mir nach. Alles wird sich jetzt verändern. Also vielleicht ist da heute jemand hier, der hat Angst vor etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Sie dürfen ihre Angst abgeben. Sie dürfen sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich mit dieser Angst machen soll. Sie regiert mein Herz, mein Leben, meine Gedanken. Ich gebe dir meine Angst. Sie dürfen das. Und sie können sich ganz auf ihn verlassen. Jeder Betrug stört die Gemeinschaft mit Gott und man kann so nicht mit Gott leben. Es ist sehr gefährlich. In Johannes 17, 17, und das war ja auch das Schöne über Petrus, der hat nicht geheuchelt,
Der hat nicht versucht, von Jesus alleine wegzugehen. Der hat nur gesagt, Herr, also das alles verstehe ich hier nicht. Eines verstehe ich bin ein sündiger Mensch und du und ich, wir passen nicht zusammen. Das hat er gesagt. Und Jesus sagt, keine Angst, ich mache das schon. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir etwas nicht können und jemand kommt herzu und sagt, keine Angst, ich mache das schon. Ich will schon helfen. Ich habe alles, was nötig ist. In Johannes 17,17, da heißt es, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Jedes Mal, liebe Gemeinde, und deshalb haben wir auch immer die Schriftlesung im Bulletin, damit sie es nach Hause nehmen können und wieder durchlesen können, weil es ist das Wort Gottes, das unser Leben prägt, das Wahrheit in uns formt, heiligt uns durch die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit und diese Heiligung, über die die Schrift hier spricht, wird niemals abgeschlossen. Es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Also ich möchte mit 1. Timotheus 2,4 unsere Predigt heute beenden. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Vor vielen Jahren war ich in Pula, Kroatien, und ein Schulfreund und seine Familie machten auch Sommerurlaub da. Und zu dieser Zeit habe ich noch keinen Führerschein gehabt, da haben mir meine Eltern dann die Erlaubnis gegeben, mit dem Bus in diesen anderen Ort zu fahren, um den Tag mit meinen Schulfreunden zu verbringen. Und da sind wir dann durch die Stadt gefahren und der Bus ist dann an verschiedenen Haltestellen angehalten und langsam wurde dann der Bus voll. Und da erinnere ich mich noch, als dann mehr und mehr Leute auf diesem Bus waren, gab es nur noch Raum zum Stehen. Alle Sitze waren schon besetzt. Und da stand eine Frau an der nächsten Bushaltestelle. Und jeder im Bus hat gesagt, nein, nicht aufnehmen. Nein, nicht aufnehmen, nicht stehen bleiben. Und der Busfahrer ist doch stehen geblieben. Da war noch genug Raum in dem Bus, um auch diese Frau aufzunehmen. Ich habe eine gute Nachricht für Sie heute. Gott ist nicht zu beschäftigt. Unsere Probleme sind nicht zu groß oder nicht zu klein. Haben wir jemals etwas Großes zu Gott gebracht? Nein. Weil für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts zu groß oder zu klein. Und da ist immer noch Raum, auch für einen mehr. Immer noch einen mehr. Gott nimmt uns auf. Und das haben wir dann auch in diesem Vers gelesen. Welcher will, und das ist Gott, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Lasset uns aufstehen und zusammen beten. Wenn wir können oder wenn es möglich ist, lasset uns aufstehen und zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir beten dich an. Du bist der Ursprung aller Wahrheit. Und wir danken dir, dass du uns in der Wahrheit leitest, dass es immer noch Raum gibt für noch einen oder noch eine. Wir beten dich an für deine Liebe, die du uns bewiesen hast und beweist immer aufs Neue. Und heute Nachmittag bitte ich dich doch von ganzem Herzen, für denjenigen, aber auch für uns alle, dass wenn es da Angst in unserem Herzen gibt, dass du die Angst wegnimmst und dass du an dessen Stelle uns deinen tiefen Frieden schenkst. In Jesu Namen. Amen. Wir dürfen uns wieder hinsetzen. Unser nächstes Lied, Gemeindelied, ist 277, die Verse 1 bis 3. Mir ist Erbarmung widerfahren. Und danach werden wir das Dankopfer einnehmen.
Also wir dürfen jetzt unser Dankopfer darbringen und dann werden wir für das Dankopfer beten und dann noch Gebet und Fürbitte und das Vaterunser. Liebe Gemeinde, Sie wissen ja, dass es ja deutsche Gemeinden durchaus oder überall auch hier in Florida gibt, die regelmäßig Gottesdienste halten. Wir haben einige, die aus der Sarasota-Gemeinde hier sind, wo der Gottesdienst vom Oktober bis April stattfindet, jedes Jahr in Clearwater, morgen Nachmittag um 3 Uhr. Vor ein paar Wochen war ich dann in Orlando. Und das gibt es also deutsche Gemeinden durchaus von Florida und wir bitten doch, dass Sie für diese Gemeinden und die Pastoren dort beten. Herr, wir danken dir für die Gemeinde hier in Northport, in Sarasota und Clearwater und St. Petersburg und andere Gemeinden und die Pastoren dort, jedes Gemeindemitglied für die Mission der deutschen Gemeinden und Kirchen. Wir beten dich an und danken dir, dass wir auch hier in Northport deutschen Gottesdienst feiern dürfen. In Jesu Namen. Amen. Wir beten für all die, die krank sind, die Trost brauchen und die die Unterstützung dieser deutschen Gemeinden suchen und auch nach dem Dienst unserer Gemeinden fragen. Wir sind auf einer Mission, die wichtig ist und wir sind froh, dass wir darin zusammen teilnehmen dürfen. Wir werden das Vaterunser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, schauen wir uns doch mal die erste Seite unseres Bulletins an und wir lesen zusammen jetzt Römer 1,16. Laut, zusammen. Das Evangelium von Christus ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Amen. Lasset uns aufstehen und den Segen empfangen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, jetzt und immer da. Amen. Nach dem Gottesdienst natürlich Kaffee und Kuchen. Alle sind herzlich dazu eingeladen. Wir dürfen uns wieder hinsetzen. Und unser nächster Gottesdienst ist nächsten Monat am 22. Juli, wieder ein Samstagnachmittag um 15 Uhr. Und Sie werden natürlich dann auch wieder in einem Brief eine Einladung zuvor erhalten. Aber wir wissen schon jetzt, dass es der 22. Juli ist. Jetzt dürfen wir uns noch das Orgelnachspiel anhören. Dr. Charles Wolfe spielt.